Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollen wir uns heute mal zusammen auf dem PTR zum Patch 8.3 die Vision of N'Zoth angucken. Und zwar hatte ich mir eben schon den Azolt angeguckt quasi, der ja, den es in zwei Gebieten gibt. Und zwar einmal hier in Pandaria quasi, einmal unten im Tal der ewigen Blüten. Und dann gibt es den hier nochmal einmal in Kalendor unten in Uldum. Ja, den in Tal habe ich jetzt eben gespielt gehabt und dort gibt es auch den Eingang für die Vision und die wollen wir uns jetzt mal zusammen anschauen. Und dazu kann man hier eine Quest annehmen und dann dementsprechend hier auf dieses Item draufklicken oder auf diese Gerätschaft. Dann kann man sich hier reinporten. Das machen wir jetzt mal. Realität verfälschen heißt das. Und dann müsste ich damit reinkommen. Ja, das mit dem extra Skill, das muss ich mir dann noch angucken. Jetzt schauen wir uns erstmal die Vision an. Oh. Okay. Also hier ist mein Balken und der geht langsam runter, so wie ich das sehe. Ich muss näher ran. Oh, weia. Und hier kann ich jetzt Mobs töten. Hier haben wir Portale. Oh, fuck. What the fuck? Jetzt habe ich ein Life nur noch. Okay, das geht ja schon mal gut los hier. Oh, kommen die Laser mal jetzt einfach weg. Und es geht schon ganz schnell runter, wie ihr das seht. Ah, wahnsinnige Angst. Was muss ich jetzt hier genau machen? Ich denke mal einfach mal Mobs töten und irgendwo hinkommen, schätze ich jetzt mal. Jetzt laufen wir einfach mal hier hoch. Also es gibt anscheinend verschiedene Visions. Ich habe schon Bilder gesehen von SW und Orgrimmar und anscheinend gibt es jetzt hier auch eine. Und irgendwie wird mein Life immer auf 1, aber ich bin immun gegen Damage. Aber so ein richtiges, ich muss irgendwie Portale zerstören, ne? Müssen wir mal gucken, wo diese Portale sind. Wahrscheinlich sind die unten, ne? Und ich bin jetzt hier hochgelaufen. Mit dem kann ich auch schon quatschen. Was hat er zu sagen? Auf Wiedersehen. Warte mal, unten waren Portale, ne? Wahrscheinlich hätte ich einfach unten die Portale zerstören müssen. Ah, okay, aber man hat nicht die ganze Zeit ein Life. Das ist zu weit entfernt. Okay, jetzt schauen wir mal, ob man diese Portale da unten hätte. Ach, fuck it, ich hab's mir fast gedacht, ne? Ich hätte da unten die Portale kaputt machen müssen und hätte wahrscheinlich dann erst hoch sollen. Aber jetzt habe ich hier schon mal ein paar Mobs mitgezogen. Kann sicher nicht schaden, die muss ich bestimmt später eh töten. Ich muss mich bloß ein bisschen beeilen. Ich habe jetzt noch 671 und ich schätze, ich werde dann hier rausgeschmissen, wenn ich zu langsam bin. Kann ich das zerstören, während die mich hauen? Ah, okay, also ein Portal haben wir schon zerstört. Und das hier ist hier eine Quest, die ich vorhin angenommen habe, ne? Wahrscheinlich muss man die hier nur einmal spielen und kann danach das SW-Teil spielen, schätze ich jetzt mal ganz grob. Okay, anscheinend muss ich die töten. Warte mal, ich stun den einfach. Komm, komm her, lass die stunnen. So, perfekt. So, ein Portal brauchen wir noch. Rorn war einmal rüber. Chargen den Typen an. Auf geht's, komm, 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 komm. Okay, Portale haben wir zerstört. Und jetzt? Was muss ich jetzt machen? Quest irgendwo abgeben. Soll ich jetzt wieder raus oder was? Tal der ewigen Blüten. Ich glaube, jetzt kann ich schon wieder rausgehen. Optional. Ah. Ich sprinte jetzt mal da hoch, solange ich jetzt noch Insanity übrig habe. Aber hier ist es auch noch ein Portal, ne? Hier ist ein Boss. Also wenn, dann will ich das hier schon voll ausschöpfen, wenn wir hier schon mal drin sind. Da drin hatten wir so einen Dude. Jetzt gucken wir mal, was da noch oben ist. Okay, also wenn ich... wenn du über diese Lärmpfützen drüber läufst. Hier hast du einen... Ah, gut, aber hier in der Vision kann ich quasi nicht auf das SW-Portal klicken. Also das geht schon mal nicht. Und hier haben wir jetzt auch noch ein Portal, was ich anklicken kann. Das kann ich zerstören. Aber mit dem Typen kann ich noch nichts machen, ne? Nicht so eilig. Vielleicht muss ich erstmal alle außenrum. Ich bin außer Reichweite. Möge der weiße Tiger über euch wachen. Weg von mir, ich habe mich nicht unter Kontrolle. Das ist zu weit entfernt. Ich glaube, ich habe jetzt hier schon alles erfüllt, was ich machen soll. Ich muss nämlich anscheinend nur das Portal zerstören. Oh fuck, was ist jetzt los? Oha.
Jetzt flimmert's auf dem Bildschirm. Ich frage mich, was passiert, wenn es hier abläuft. Also ich habe schon gesehen, in der SW und UG-Dings, ne, musst du am Ende so einen Boss umhauen, dann kriegst du so Kisten. Aber hier ist wahrscheinlich jetzt erstmal so ein Testding, schätze ich mal ganz grob. Und ja, wahrscheinlich kriege ich hier jetzt keinen extra Loot. Aber sonst habe ich ja keine Quests, ne? Also wenn ich jetzt hier wischen schaue, nee, das ist fertig. Also ich schätze mal, ich muss einfach rausgehen. Ah, aber hier kriege ich auch diese Ressource wieder, ne? Was braucht ihr? Oh, schau mal, was habe ich jetzt gekriegt? Irgendwas Grünes. Ich kann das nicht. Ah, schau mal, das stellt 10 geistige Gesundheit wieder her. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Aber genug davon. Aber ich habe hier keine Eisschrauben. Wo soll die sein? Also ich sehe jetzt hier keinen Boss, um ehrlich zu sein. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Wie geht's? Ah, schau mal, hier zu dem Typen kommen immer mehr Dudes. Unten. Okay, meine geistige Gesundheit ist gleich weg. Ich habe kein Ziel. Sprecht. Schau mal, jetzt wird der Typ groß. Oh, shit. Ich glaube eher, dass ich den killen muss, aber das wird jetzt nicht mehr ganz reichen, ne? Lightning Storm incoming. Ja, jetzt evakuieren. Okay, ja krass. Meinst du, ich hätte unten den Boss töten sollen? Ich kann mal gucken, ob ich nochmal rein kann. Aber es ist auf jeden Fall schon ganz interessant. Also du hast quasi so einen Balken und mit dem Balken... Okay, ah. Aber die Quest habe ich jetzt fertig. Ich habe irgendeinen Bug gemeldet. Okay. Ich habe jetzt noch eine andere Quest, dass ich nach SW gehen soll, ne? Kann ich jetzt hier nochmal rein? Okay, ich kann erst wieder eine Vision betreten, wenn meine geistige Gesundheit sich wieder voll aufgeladen hat. Kann ich jetzt vielleicht mit dem Zeug hier... Nee, okay, also mit dem Zeug kann ich nicht nochmal so eine Vision betreten. Interessant. Ich glaube, ich habe es jetzt ein bisschen verkackt, ne? Ich hätte wahrscheinlich irgendeinen Boss umboxen müssen. Wahrscheinlich, hier unten war nämlich so ein Boss gestanden. So, jetzt gucken wir mal einmal nach oben. Und zwar wollte ich mal nach SW gehen und schauen, ob da auch... Oh, gerade nochmal hochgekommen. Hm, genau, das habe ich gesehen, dass Randen ein Boss im Raid wird. Jetzt gehen wir mal einmal nach SW... Und schauen mal, aber jetzt habe ich hier jetzt keine Quest mehr hinzugehen, ne? Ich muss näher ran. Vielleicht kann ich auch nur eins von beiden machen, da bin ich mir jetzt auch noch nicht so hundertprozentig sicher. Oh, schau mal, hier liegt einer. Halt, stopp. Was ist das hier? Ah, okay, das zeigt mir nur die Dings an. Jetzt schauen wir mal, was wir in SW noch machen können, ob wir da auch noch rein können oder ob ich da jetzt warten muss, bis meine geistige Gesundheit sich quasi wieder ein bisschen aufgeladen hat. Aber ich hatte jetzt auch an der Seite quasi keinen Text dran, was ich genau machen muss. Es kann jetzt natürlich auch sein, dass das wieder am deutschen Client liegt, dass das nicht angezeigt wird. Okay, das ist eine Pet Battle Quest, die brauche ich nicht. Da haben wir auch noch was... Aber das ist wahrscheinlich die ganz normale Angelquest, oder? Nee, das ist die nicht. Ich schätze mal, ich muss dann mit einem anderen Char wieder ran, weil meine geistige Gesundheit quasi nicht aufgeladen ist. Mehr kann ich da jetzt nicht machen in dem Sinne. Schade. Ich dachte, ich kann die SW-Ding jetzt auch noch hier einmal basteln. Aber anscheinend reicht die Dings nicht, ne? Genau, hier, Furorion kann ihn benutzen um den Weg. Jetzt müsste ich halt wissen, wo Furorion ist. Damit kommst du nämlich auch wieder in eine Vision rein. Mal.
Okay, das ist die Selfie-Kamera, das brauche ich auch nicht. Man halt wissen, wo der Florion ist. Der ist in der Herzkammer. Okay, das ist schon mal eine gute Aussage. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal in die Herzkammer und gucken mal, ob wir da dann loslegen können. Boah, das mit dem PTR-Interface ist echt schlimm. Wo habe ich denn meinen Ruhestein? Hier. Dann gucken wir einmal zur Herzkammer hin. Die Ladebalken sind blöderweise auf dem PTR auch immer 5 Jahre lang. Sudala. Herzkammer wollten wir. Ich glaube echt, dass das in Pandera, also dass es dort diese Vision, die ich gelaufen bin, dass das irgendwie nur so ein Testing ist. Und vielleicht wird mir nicht, werden mir die Ziele nicht angezeigt wegen dem deutschen Client oder vielleicht sind sie einfach noch nicht drin, ne? Aber ich habe Bilder gesehen von SW und Ogrimmar, wo du dann am Ende Truhen gekriegt hast. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es einfach verkackt habe und dementsprechend keine Truhe gekriegt habe. Oder ja, ob es da einfach nichts gibt, da drin ich nur die Portale hätte schließen müssen. Dass man schon mal sich anschauen kann, wie es aussieht. So. Und zwar müssen wir da nein. Dann gucken wir mal, wie es jetzt in der Herzkammer aussieht. Da war ich nämlich auch noch nicht drin, ne? Ich habe auf dem PTR noch nicht sonderlich viel gemacht. Okay, aber hier hast du quasi die Mobs, die du sonst auch drin hast, ne? Hier, das Ding hast du. Ah, schau mal, da kannst du die eine Vision betreten. Sturmwind. Und du kannst Ogrimmar betreten. Dann machen wir doch jetzt mal Sturmwind. Ah, schau, hier komme ich rein. Ich bin jetzt fälschlicherweise davon ausgegangen, dass du nach SW musst oder nach Ogrimmar, ne? Aber du kannst anscheinend auch beide machen. Interessant. Okay, die Soundsachen klappen anscheinend auch noch nicht. Okay. Mach ich hier, gehe ich da wieder raus oder was? Ah, da kann ich die Visionen verlassen. Geht okay, das ist jetzt noch auf 100%? Okay, ich benutze jetzt Visionsschlüssel benutzen. Warte mal, ich hatte zwei, ne? Habe ich jetzt. Ah, jetzt habe ich nur noch eins. Also, ich dachte es mir schon, du musst diese Materialien sammeln. Und dann kommst. Ah, okay, jetzt bin ich in der Vision. Was habe ich jetzt hier? Das ist dort sehen. Ah, okay. Da kann ich Sanity wiederherstellen. Okay. Und jetzt kann ich quasi hier. Warte. Oh, shit. Ich denke mal, wenn ich auf einen Le live runtergehe, dass ich gleich sterbe, aber das ist dieser komische Effekt, ne? Schau mal, wie viel Mobs ich hier zusammenpullen kann. Also ich verliere. Ah, ich habe drei Wiederherstellungskugeln, gibt es hier anscheinend. Und ich verliere 5 Sanity pro Sekunde, das ist ja krass. Das ist echt krass. Also irgendwo hier ist, also in der Kathedrale war, glaube ich, der Endboss, wie ich das gesehen habe. Ja, genau. Und hier gibt es irgendwie noch so kleine Bosse außenrum. Ah, Tyrallion ist auch hier. Oh, und der Leria steht da. Ah, da kann ich noch nicht rein, anscheinend. Schau mal, wie viel Mobs ich zusammenpullen kann. Aber aufmounten werde ich hier drin wahrscheinlich nicht können. Ich versuche jetzt mal einfach, den einiges zusammenzupullen. So. Warte mal, ich gehe mal hinter die Dinge hier. Ich muss näher ran. Dass die alle rankommen. Bäm, hier, gib ihm. Also ich kann hier als Tank schon gut was zusammenpullen. Das funktioniert auf jeden Fall. Aber hier habe ich jetzt auch ein Ziel, ne? Also da ist jetzt schon, wird jetzt schon mehr angezeigt. Ah, genau, das habe ich, glaube ich, gehört gehabt, dass ich da was upgraden kann. Also ich muss anscheinend,
schlussendlich zu dem... Warum kann ich das jetzt nicht mehr einsetzen? Das ist schon die Hälfte von meinem Ding weg, ne? Ich habe kein Ziel. Öffnen. Wiederherstellen. Ah. Ah, lol, das hätte ich viel später einsetzen sollen. Das stellt ja ewig viel her. Ach, ich bin so ein Vollidiot, ne? Jetzt habe ich noch zwei Kugeln. Ja, schöne Scheiße. Ich habe es viel zu früh gemacht. Ja, kacke. Das war. Also, das solltet ihr nicht machen, aber wir testen hier auf dem PTR erstmal nur. Warte mal, da hinten. Schauen wir mal, wie viel ich zusammen. Ich laufe jetzt hier einfach durch und ziehe den ganzen Rotz zusammen. Keine Ahnung, die können mir nichts. Ich habe jetzt zwar keine CDs mehr, aber das läuft schon irgendwie. So, da haben wir einen Boss, oder? Hier, Boss, auf geht's. Ich mach dich kaputt. Ich bin außer Reichweite. Fuck it, der castet irgendeine Scheiße. Oh, fuck, das haut richtig rein. Scheiße. Komm, jetzt natz mal einfach hier rein. Oh, fuck, ich werde halt tops gehen. Ich muss näher ran. Scheiße, ich muss weglaufen. Ich habe keine Heilung mehr. Oh. Was ist jetzt passiert? Okay, das war nicht... Okay, das solltest du nicht machen. Was war es das jetzt? Habe ich verkackt? Ich verkackt? Du darfst nicht sterben? Was? Nein, scheiße. Okay, man darf anscheinend nicht sterben. Jetzt können wir hier eine Kiste aufmachen. Ich krieg Andenken. Okay, das wusste ich nicht. Ja gut. Und jetzt? Hier, warte mal, steht hier. Jetzt stehen hier verschiedene Charaktere. Das ist Würmball-Sturm-Typ. Das ist diese Schurkentusse bei Anduin. Was haben wir hier? Leria. Den Typen sollte ich wahrscheinlich kennen. Keine Ahnung, wer das ist. Und das schaut. Nee, das ist nicht Chromi. Ja, ich habe aber Interrupt schon benutzt gehabt. Das war das Problem. Okay, also, ja. Das war jetzt eine Nullnummer. Jetzt komme ich hier wieder raus. Aber ich habe ja nochmal so einen Stein. Vielleicht kann ich da einfach nochmal rein. Und nicht mehr ganz so... Ich wusste nicht, dass ich nicht sterben darf. Okay, das ist interessant. Jetzt können wir hier auch noch was skillen. Gehen wir einfach mal hier auswählen. Ich habe ja... Ah, schau mal, von den Ressourcen habe ich richtig viel. Können wir jetzt hier... Können wir alles skillen? Ich habe mir ja vorhin so Ressourcen gekauft bei einem Händler. Also den gibt's auf dem Live-Server nicht. Normalerweise musst du das mühsam erfarmen hier. Okay, also mehr kann ich nicht skillen, oder? Ich habe doch noch... Achso, das sind Ordensressourcen und nicht Ding. Jetzt habe ich halt irgendeinen Käse geskillt, aber ist ja wurscht. Kann ich jetzt die Ogrimmar-Ding auch machen? Ogrimmar? Ah. Umbrix. Ah, okay. Den kann ich tatsächlich wirklich nicht. Oder der ist mir halt einfach nicht mehr geläufig. Ja, wir gehen jetzt einfach mal in die Ogrimmar-Ding und dann bin ich jetzt mal ein bisschen vorsichtiger. Das mit den Kugeln habe ich jetzt auch schon gecheckt. Also du darfst nicht sterben, das wusste ich nicht, ne? Ich dachte mir halt, ich rödel da jetzt halt rein, pull alles zusammen und fertig ist. Aber das war eine schlechte Idee. Aber gut, Auch aus Fehlern lernt man, ne? Okay, ich quatsch ihn an, sag, ich will einen Schlüssel benutzen. Wie gesagt, ich habe jetzt halt nur so viele Dinger, weil ich mir die auch beim Händler kaufen konnte. Normalerweise musst du die halt mühsam erfarmen. Ich bin an so einem PTR-Händler, der auf dem Live-Server halt nicht da ist, hingegangen und habe mir die Ressourcen halt einfach für ein paar Silber gekauft, ne? Das geht normalerweise nicht. Und diese Dinger sollst du anscheinend auch mit einer Gruppe spielen können. Ich frage mich bloß, wie du zum Endboss das Ding aufmachst. Wahrscheinlich musst du hier die einen unteren... Ach, schau mal, da steht auch irgendwas dran, ne? Also verrecken darf ich nicht. Ich darf jetzt quasi nur so viele Mobs zusammenpullen, solange ich CDs habe. Jetzt schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, wie lange die mir folgen, die Mobs. Also, no, also jetzt habe ich... Ich habe alle CDs ready. Ich müsste eigentlich jetzt einige killen können. Ich weiß jetzt halt nicht, wie lange die mir folgen. Ich muss die irgendwo LOSen am besten. Das ist zu weit entfernt. Ich glaube, ich ziehe die alle hier hinter und dann versuche ich die wegzukleven. Okay. Ich hab scheiß viele Mobs am Arsch. Ne, wo kann ich denn hier LOSen? Ich brauche ein Ziel. Ah, warte mal, ich hab meine Spells falsch gezogen. Es geht schon wieder in die Hose, ne? Scheiße. Okay, ich glaube, das hier definitiv nicht so viel. Ah, warte mal, in dem Ding kann ich es alle reinziehen. Das ist zu weit entfernt.
Okay, die betäuben mich. Fuck, ich bin richtig lang betäubt. Habe ich sie jetzt alle mit reingezogen? Komm, jetzt haben wir die Visioner rein. Ja, es... aber da ist irgendwie die Tür zu dem Hauptboss, ne? Kriegt da irgendwie Dings abgezogen? Aber irgendwas bringt das doch, wenn ich die ganzen kleinen Mobs töte, oder nicht? Oder bringt mir das einfach gar nichts? Warte, ich hab irgendeinen, der macht hier die ganze Zeit so ein... Aber, also es bringt halt Andenken, ne? Also Andenken sind quasi die Dinger, wo du skillen kannst. Okay, da kommen immer noch Mobs, ne? Ich hab schon mein halbes Ding runter, ja, krass. Also theoretisch muss ich nur den Endboss... Ah, warte mal, hier ist schon offen jetzt. Ach, du musst wahrscheinlich die Mobs hier außenrum töten. Also ich muss den Typen töten, also ich muss hier Thrall töten, der hat 1,1 Millionen Life, das ist nicht viel. Und dann ist die Vision, glaube ich, auch zu Ende, ne? Aber, ich will ja jetzt extra Loot haben und töte noch so einen extra Boss. Jetzt bin ich ja ein bisschen cleverer in der zweiten und müsste das hinkriegen, hoffe ich zumindest. Ah, du musst nur die zwei Wachen davor töten. Okay, das ist auch schon mal eine gute Erkenntnis. Okay, und hier, warum, kostet mich das irgendwas, wenn ich das öffne? Untergegangen ist schon, ne? Ach, schau mal da mal, Zekan ist hier. Hey, Mann. Ich brauche ein Gut, Ziel. Euch zu sehen, Mann. Kommst du mit? Wo läufst du hin? Ja, du läufst in die falsche Richtung. Dude, ich will da... Obwohl, muss ich vielleicht doch da ahnen, die... Das ist zu weit entfernt. Jetzt schauen wir mal. Ne, also einen Boss will ich auf jeden Fall umboxen. Dann kriege ich, glaube ich, eine zweite Kiste, ne? Ich muss bloß jetzt nachher schauen, dass ich dieses Ding aktiviere, sobald ich es zu low drop. Ich muss näher ran. Dass ich nicht rausgeschmissen werde. Genau, für jeden extra Boss kriege ich eine Kiste. Gibt 4 Stück. Mokra. Okay, da hinten... Muss ich mal schauen, wenn ich so bei 50 bin, dann haue ich das Teil mal rein. Ich kann nicht das... Nee, das kann ich nicht im Combat machen. Okay, da muss ich auf jeden Fall... Nein, 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 kick mich nicht dahinter. Fuck, jetzt bin ich hier unten. Jetzt kann ich das Ding wahrscheinlich nicht mehr drücken. Okay. Fuck! Nein! Jetzt... Obwohl, ich habe nochmal 50 gekriegt. Okay. Ich wurde abgebrochen. Aber wahrscheinlich war das irgendwas von meinem... Was ich geskillt habe, ne? Oh, scheiße. Also, wenn du im Combat bist, du darfst es nicht zu knapp machen, tatsächlich. Corrupted Area. Ah, in dieser Area bekomme ich quasi nochmal 7 extra immer weg. Ah, okay, jetzt ist die korrupt... Oder? Nee, ich habe immer noch Corrupted Area. Warum ist denn diese Area corrupted? Was soll denn der Case? Da gibt's halt 10 pro Sekunde. Das ist halt richtig krass. Wie kann ich machen, dass die Zone hier nicht mehr corrupted ist? Ich werde hier immer weggeschleudert. Das ist halt richtiger Scheiß. Ach, die haben eigene Affixe, die Stadtteile. Ah, okay. Ich werde halt die ganze Zeit hier rumgeschleudert. Richtiger Dreck. Muss ich das Ding durchcasten? Dass ich hier dieses... Oder kann ich da Mobs reinpullen oder kriege ich da nichts mehr? Fuck, wenn ich die jetzt adde. Ich weiß halt nicht, ob das klappt, ne? Kann ich da drin Mobs bekämpfen? Ah, nice, ich kann da theoretisch auch Mobs reinziehen. Okay, jetzt ist es weg. Ich muss näher ran. Okay, jetzt muss ich mich schicken, dass ich den Boss kill. Ach, die rote Wand, wo ich durch bin, ist die Grenze. Okay. Jetzt müssen wir uns schicken, dass ich... Also einen Boss will ich umboxen zumindest. Und dann gucken wir weiter, was ich dann aus der extra Kiste rauskriege. Das würde mich halt interessieren. Ich muss zuerst etwas anbieten. Okay. Die sind alle down. Also so viel Life haben die Mobs ehrlich gesagt nicht. So, okay. Was muss ich jetzt machen, dass ich den Boss... Ah, wahrscheinlich... Ah, das Tote muss ich wahrscheinlich anklicken. Nur nicht so schüchtern. Okay. Jetzt wird er angreifbar. Perfekt. Habe ich jetzt noch an Dings? Geht noch, ja. Jetzt lasern wir den erstmal ordentlich weg hier.
Na super, erstmal Stille. Okay. Ich schätze mal, ich muss in die Orb rein, oder? Was passiert dann? Okay, dann ist die Stille weg. Dann ein bisschen Movement hier. Keine Ahnung, was passiert, wenn mich die Wellen treffen. Alter, okay, also er legt, okay. Aber was, das sind so Effekte. Ja, da gibt es wieder Leute, die dann sagen, wie soll ich denn wissen, was ich machen muss? Ich wurde einfach gesilenced, das sehe ich wieder kommen. Also du musst quasi, oh, schau mal, hier, jetzt haben wir da eine Kiste liegen. Ich schaff doch noch ein Ding, oder? Was habe ich denn jetzt noch? Die Hälfte habe ich noch in zwei Kugeln. Komm, wir packen doch noch eins, oder? Müssen wir denn da oben hin? Aber hier ist auch nochmal, ach nee, das ist das Gate, wo ich rein bin, ne? Packen wir doch nochmal eins. Ich muss hier eigentlich nur den Boss immer töten. Den ganzen anderen Rotz. Wo ist denn der Boss? Hier müsste der Boss sein. Ich muss näher ran. So, nee, hier ist kein Boss. Fuck, mein Ding läuft hier schon wieder runter. War das 9? Was ist denn mit euch? Warum gibt es denn hier 9 Minus? Jetzt werde ich. Super, jetzt werde ich betäubt. Oh, das war ganz dumm. Scheiße. Bin ich unbedarft hier in irgendwelche Mobs reingerannt? Alter, ich bin wegzählt wie so ein Stück. Ich muss jetzt die Notfalllösung. Alter, ich werde halt so geslowt. Ich hätte geshadow-melted und meine Fähigkeit eingesetzt, aber ich bin durchzählt. Jetzt werde ich wahrscheinlich wieder rausgedingst. Fuck! Jetzt hat der nochmal geedit. Nein, jetzt krieg ich wieder nix. Jetzt können wir Belohnungen einsammeln. Ich hätte mich halt nochmal komplett aufladen können. Hä, aber jetzt krieg ich trotzdem die Strike-Kiste, wo ich den gar nicht umgehauen habe. Okay, da war nichts drin und jetzt gibt's hier... Also, das war eine kleine Kiste. Ah, das war jetzt eine große. Was habe ich hier drin? Ah, da sind Essenzen drin, ne? Also ich hätte nicht gedacht, dass in der anderen Zone noch mehr von dem Dings weg ist. Ich hätte jetzt mich nochmal zweimal voll heilen können. Aber die Mobs machen so eine CC-Kacke. Also da musst du echt aufpassen, dass da nicht zu hoch pokern, wie ich jetzt gerade eben. Okay, aber interessant. Also hier haben wir für eine Essenz auch nochmal Teile. Dann brauchen wir 60 Stück insgesamt. Aber umso mehr du läufst von diesen Visions, umso mehr von den Andenken bekommst du wiederum. Und umso mehr Andenken du hast, kannst du quasi hier bei dem Skillbaum da in der... quasi beim Magni hier in der Herzkammer Talente skillen, um noch ein bisschen besser durchzukommen. Ah, schau, increase all party members max insanity bei 100, 200, 300. Ach, da kannst du deine Gruppenmitglieder stärken und hier kannst du wahrscheinlich reduce damage taken, increase damage dann bei 5, 10, 15. Okay, also du kannst dich schon ganz gut hochpowern. Was haben wir hier? Defeating enemies in heroic visions have a chance to... Grand Gift of the Titans, increasing haste and movement speed by 60% for... Was? 60% für 20 Sekunden? Das ist krass. Also dann kannst du quasi auf eine Chance so ein 20 Sekunden HT, also so ein stärkeres HT, ne? 60% ist krass. Gift of the Titans. Okay, sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Ganz perfekt habe ich das noch nicht gespielt, wie ihr gesehen habt. Ich habe es jetzt eigentlich immer nur verkackt, ja. Aber ich denke mal, wenn man da so ein bisschen die ganzen Affixe kennt und sich eingespielt hat, dann wird das wahrscheinlich schon ganz gut gehen. Und hier kann man sich über Orbs Items kaufen, sehe ich gerade. Wahrscheinlich kriegst du die auch in die Visions, ne? Ich habe jetzt hier zwar keine von den Orbs gekriegt, aber vielleicht, wenn man es nicht verkackt, kriegt man die richtigen Orbs und kann sich dann auch Gear kaufen. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Und ja, vielleicht werde ich die Tage nochmal ein bisschen intensiver reingucken. Aber das soll es jetzt fürs Video erstmal gewesen sein. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so von dem Ganzen denkt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.